In diesem Video lernst du zu verstehen, wenn jemand sagt, wir befinden uns in einem konjunkturellen Aufschwung oder verschiedene Indikatoren, welche Ökonomen brauchen, um zum Beispiel die wirtschaftliche Lage zu bestimmen. Des Weiteren lernst du, was es für 4 verschiedene Schocks gibt, beispielsweise einen positiven Nachfrageschock. Wenn du gerade dabei bist, kannst du uns ja einen Daumen nach oben geben und uns abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Heute lernst du, was es mit der Konjunkturtheorie auf sich hat. Wir zeigen dir, was ein Konjunkturzyklus ist, verschiedene Indikatoren, welche den Verlauf des Zyklus bestimmen und noch weitere Dinge. Dieses Video wird gefolgt von konjunkturpolitischen Konzeptionen wie die keynesianische Konzeption oder die der Monetaristen. Beginnen wir mit dem Konjunkturzyklus. Hier könnt ihr in der Grafik den Verlauf des Bruttoinlandproduktes über die Jahre sehen. Die vertikale Achse zeigt die Veränderung in Prozent an. Wir zeigen noch 3 Zustände, welche im Konjunkturzyklus vorkommen. Den ganzen Zyklus könnt ihr euch auch unter einem Kreis vorstellen. Wir haben hier am höchsten Punkt, hier rot dargestellt, die Boomphase oder auch die Hochkonjunktur. Hier floriert die Wirtschaft und die Nachfrage steigt enorm. Dann haben wir in orange die Phase nach dem Boom. Die Nachfrage geht zurück durch eine entstandene Krise. Das BIP-Wachstum wird negativ, also sinkt. Es kommt zur Rezession, wenn das BIP während mindestens 2 Quartalen sinkt, gemäß SECO. Aus dieser Krise erholt sich die Wirtschaft wieder und es kommt zu einem konjunkturellen Aufschwung. Die Nachfrage steigt wieder an und es wird mehr investiert und mehr konsumiert. Die Depression ist eine lang andauernde Rezession. Diese sieht man zum Beispiel 1929 beim Börsencrash in den USA. Diese Zeit wird auch die Great Depression genannt, weil das Land eine lange Zeit unter hoher Arbeitslosigkeit litt und keine florierende Wirtschaft hatte. Sehen wir uns das Ganze mal in der Schweiz an. Vor uns haben wir eine Grafik des BIP. Wir schauen uns hier jetzt nur den roten Verlauf an, da wir die Inflation bereinigen wollen. Das heißt, das reale BIP. Die meisten von euch werden sicher schon von der Immobilienkrise 2008-2009 gehört haben. Beim ersten Kreis sind wir in der Boomphase, 2006 bis 2007, sind wir am höchsten Punkt. Da schlug dann die Krise ein. Beim zweiten Kreis könnt ihr sehen, wie wir in eine Rezession gefallen sind. Das BIP-Wachstum ist negativ. Es ist keine Depression, da wir uns innerhalb eines Jahres schon wieder erholt haben, durch eine wirksame Geld- und Fiskalpolitik. Auf diese Themen werden wir noch eingehen. Nach der Erholung haben wir ein Jahrzehnt einen Aufschwung bis 2020. Die Corona-Krise traf die ganze Welt und alle Volkswirtschaften verzeichnen ein negatives Wachstum im BIP. Grob gesagt verläuft ein Konjunkturzyklus nach Betrachtung der Grafiken um die 10 Jahre. Es wäre möglich, dass es auch ohne Corona 2020 zu einer Krise gekommen wäre, da die Aktienmärkte heiß gelaufen sind. Schauen wir noch kurz etwas genauer hin. Nebst jährlicher Betrachtung, wie vorhin, gibt es auch Quartalsbetrachtungen. Hier kann man erkennen, dass nach der Definition von SECO wir am Ende von 2018 in einer Rezession waren. Dies ist natürlich sehr gering. Kommen wir nun zu den Konjunkturindikatoren. Es gibt zum einen gleichlaufende Indikatoren wie das BIP und deren Bestandteile, wie wir sie aus dem Video über das BIP gelernt haben. Zweitens gibt es nachhinkende Indikatoren, wie zum Beispiel die Arbeitslosenquote oder die Inflation. Hier spricht man auch vom sogenannten Timelag. Drittens gibt es auch noch vorauseilende Indikatoren, das können sein Bestelleingang der Industrie oder der erwartete Rohstoffeinkauf. Sehen wir uns die Ausrüstungsinvestition der gleichlaufenden Indikatoren an. Wir sehen in der Grafik die Ausrüstungsinvestitionsveränderung und die BIP-Veränderung der gegebenen Jahre. Man sieht, 2003 steigt das BIP an und zugleich auch die Ausrüstungsinvestitionen. 2007 erkennt man eine Abnahme des Bruttoinlandproduktes und zugleich eine Abnahme der Ausrüstungsinvestitionen. Als nächstes schauen wir den Zusammenhang der Inflation an. Dies ist ein nachhinkender Indikator. Das bedeutet in der Grafik, 2003 sieht man, wie das BIP steigt und erst später, also 2004 bis 2005, zieht die Inflation nach. Hier ist der Timelag erkennbar. Das bedeutet, wenn man die Inflation heute anschaut, entstand diese aus vergangenen Handlungen der Fiskal- und Geldpolitik. Und auch zuletzt die vorauslaufenden Indikatoren. Diese Grafik könnt ihr beim KOF, also der Konjunkturforschungsstelle, anschauen. Sie zeigen mittels 600 Indikatoren einen Vorverlauf der konjunkturellen Entwicklungen auf. Anhand der Grafik könnt ihr sehen, wie die blaue Linie den tatsächlichen vorausseilt und diese ziemlich gut prognostizieren kann. Die Prognosen werden immer besser, je kürzer der Prognosezeitraum ist. Je länger, desto unsicherer ist das Ganze. Eine weitere interessante Grafik, die wir euch zeigen möchten, ist die folgende. Wir sehen vertikal die Wahrscheinlichkeit und horizontal die Dauer in Monaten. Der linke Graph zeigt auf, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass ein Abschwung in kurzer Zeit ein Ende hat.
Das zeigt sich an mehreren Beispielen der letzten 20 Jahre. Die Dotcom-Blase wurde innerhalb eines Jahres oder weniger wieder überwunden. So wie auch die Immobilienkrise hatte uns nicht lang getroffen. Relativ schnell fanden wir wieder zur Erholung. Auch aktuell in der Corona-Krise, die ersten zwei Quartale, waren wir in einer starken Rezession und schon im dritten gab es wieder eine Erholung. Der rechte Graph zeigt auf, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Aufschwung in kurzer Zeit endet. Beispielsweise der Aufschwung von 2009 bis 2019 dauerte um die 10 Jahre ohne Rezession. Kommen wir zuletzt noch zu den konjunkturellen Schocks. Hier können wir vier verschiedene Arten unterscheiden. Sehen wir uns den ersten an. Auf der Grafik könnt ihr die Inflation, das BIP und die Arbeitslosenquote sehen. Wir benötigen nur das BIP und die Inflation. Im grünen Bereich kann man das folgende erkennen. Die Inflation steigt und auch das Bruttoinlandprodukt steigt. Somit herrscht hier ein positiver Nachfrageschock. Diese Situation hatten wir in den 60er Jahren in den USA durch Steuersenkungen. Beim zweiten Schock können wir in der Grafik folgendes sehen. Die Inflation sinkt. Hier in diesem Beispiel ist es eine Disinflation. Das bedeutet, die Inflation ist immer noch positiv, aber sinkt im positiven Bereich. Und wir sehen, dass das Bruttoinlandprodukt ebenfalls sinkt. Somit herrscht hier ein negativer Nachfrageschock. Es kann anstatt einer Disinflation auch eine Deflation sein. Dann wäre es unter 0%. Dieser Schock war zum Beispiel 2008 bei der Immobilienkrise aufgetreten. Bei der dritten Grafik sehen wir, wie die Inflation abnimmt und das Bruttoinlandprodukt zunimmt. Somit herrscht hier ein positiver Angebotsschock. Diese Situation fand sich vor in den USA in den 90er Jahren durch die Globalisierung und die IT-Revolution. Und beim letzten Schock, den wir betrachten, können wir in der Grafik erkennen, dass eine steigende Inflation herrscht, aber das Bruttoinlandprodukt sinkt. Somit herrscht hier ein negativer Angebotsschock. Dies war in den 70ern der Fall bei der Erdölkrise. Bei diesem Schock stehen die Fiskal- und Geldpolitik vor einem Problem. Die sogenannte Stagflation. Man will mit Maßnahmen das BIP wieder ankurbeln, darf aber gleichzeitig das Preisniveau nicht weiter anheizen. Welches fiskalpolitische Konzept hierzu geeignet ist, sehen wir uns in den nächsten Videos an. Hier eine kurze Übersicht, damit ihr euch das besser merken könnt. Nicht vergessen, eine Stagflation ist ein negativer Angebotsschock. Was passiert eigentlich mit der Angebots- und Nachfragekurve? Das Modell der aggregierten Nachfrage und des aggregierten Angebots sieht ähnlich aus wie das mikroökonomische Marktmodell. Trotzdem darf es hier nicht als die große Version angesehen werden, denn hier fallen die mikroökonomischen Substitutionseffekte weg, da sich die Gütermenge nicht nur auf ein Gut bezieht, sondern auf das ganze reale BIP, das heißt alle sämtlichen Güter, die eine Volkswirtschaft produziert werden. Schauen wir uns zwei Schocks an. Beim positiven Nachfrageschock verschiebt sich die Nachfragekurve nach rechts. Somit steigt das Preisniveau und das Bruttoinlandprodukt. Und auch zuletzt den negativen Angebotsschock. Hier haben wir eine Verschiebung der Angebotskurve nach links. Das führt zu einer Erhöhung des Preisniveaus und zu einem Rückgang des Bruttoinlandproduktes, also zu einer Stagflation. Dies könnt ihr auch mit den anderen zwei Schocks so nachstellen. Wir hoffen euch nun, einen Einblick in die Konjunkturtheorie und deren Inhalte gegeben zu haben. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Habt ihr noch weitere Fragen zur Makroökonomie? Dann lasst es uns wissen. Lasst einen Like da und abonniert uns, damit du das nächste Video nicht verpassen wirst. Danke fürs Zuschauen. Das letzte Wort hat John Davison Rockefeller.